Your bright kiss is unknown to men. So take command. Go, Timbo. I'll be the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von uns. Heute ist mal wieder Tomek mit dabei. Bevor wir aber zu dem eigentlichen Tabak kommen, wollten wir uns schon mal vorweg auf jeden Fall bei allen unseren Abonnenten bedanken und bei einigen anderen Leuten, die uns eigentlich von Anfang an so supporten. Wir haben echt jetzt fast 900 Abonnenten und wir können schon mal ankündigen, wir werden, sobald wir die 1000 geknackt haben, ein echt klasse Gewinnspiel starten. Ihr müsst dazu auch einiges machen. Dazu dann aber in einem extra Review, würde ich sagen, einfach noch mehr. Heute geht es um den Fantasia Black Martini, eine neuere Sorte. Ich zeige euch mal ganz kurz hier den Schnitt. Ist nur noch wenig im Zipper. Fantasia, ein bisschen klebrig, ziemlich feucht. Äste waren jetzt in unserem Shot nicht drin. Riechen tut der relativ sauer. Von wem haben wir den nochmal bekommen? Den Black Martini? Irgendwas mit Z. Glaube ich. Forum? Na ja, aus shisha-freunde.de. Werbung. Werbung, ja. Aus shisha-freunde.de, das sind die besten Shisha-Freunde der Welt. Super Forum. Ich muss wirklich sagen, ein sehr, sehr gutes Forum. Ist gut strukturiert. Gute User geben auch gute Kritik ab und haben mir schon einige Anregungen gegeben, wegen unserem Shop, wegen unserer Seite, wie wir unsere Reviews verbessern können. Ah, verdammt, es tut mir so leid, dass ich deinen Namen vergessen habe. Schreib's einfach unten hin, bis ja, dann fällt's ihm wieder an. Ja, mach ich. Sogar in 3D, wenn du es willst. Ja, der Tabak riecht ziemlich säuerlich, muss ich sagen, aber auch irgendwie fruchtig. Ich kann es irgendwie schon... Auf jeden Fall schön intensiv. Man, ja, ziemlich intensiv riecht er. Also das ist echt, kriegt man schon so einen halben Meter entfernt, sozusagen. Wir rauchen auch so ein bisschen ins Bärige, ne? Ja, finde ich auch. Aber trotzdem so ein bisschen säuerlich. Wir rauchen mit der mit dem Querschnittskopf von Egelglas. Mal wieder kein Setup. Ja, mal wieder kein Setup. Wir rauchen mit 3 langen Alus genommen, 2 langen Alus. Das hast du gemacht. Aber du hast die doch noch gemacht. Egal, ich glaube, es sind 3 langen Alus, 3 Teamwork. 3 Bambucha-Kohlen und einer Rundmachung. Egelglas Querschnittskopf, Top-Kopf, erwerben bei egelglas.de. Zum Geschmack. Ja, du sagst nicht die Aromen in den Arsch. Ja, also erstmal rauchlich ist er. Jetzt ja, kann er auf jeden Fall überzeugen. Wieder einer der besseren Fantasia-Sorten vom Rauch her. Geschmacklich kann ich das Ganze auch weiterführen. Er ist recht intensiv, allerdings nicht zu aufdringlich. Geht in die leicht süß-säuerliche Note. Hat irgendwas Fruchtiges. Erinnert mich auch an irgendein Kaugummi. Welches weiß ich jetzt leider nicht. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, welches das ist, aber... Gibt es Fritz Kaugummi? Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung schon. Auf jeden Fall ist der Tabak sehr lecker, wie gesagt, süß-säuerliche Note, fruchtig, leicht bärig vielleicht. Auf jeden Fall ein Top-Tabak, meiner Meinung nach. Geschmacksorgasmus. Ja, wir rauchen hier mal auf Tangiers. Wir stehen auf diesen Shit, wisst ihr. Ich meine, ich habe von diesem Tabak geträumt, seitdem ich ihn gestern bei mir liegen hatte. Ich muss sagen, er weiß überhaupt gar nicht. Ja, also man sieht, ich bin fassungslos. Fantasia hat endlich mal wieder eine gute Sorte gemacht. Den Jack & Coke haben wir uns gar nicht reingezogen, weil Hamster halt darüber so auf. Ja, er hat sich darüber okay. aufgeregt. Der ist auch nicht gut. Ich kann schon gar nicht mehr darüber sprechen, wie man merkt. was soll's. Ich muss sagen, er hat wirklich so was Säuerliches, Süßes, Leckeres, Kaugummiartiges. Gibt es nicht diese Aufroll-Kaugummis? Diese Roll-Kaugummis? Ja, da die auch schon. Diese blauen. Mhm. Doch. Doch. Also ich muss auch sagen, dass der ist... Das war geil. Ein Bruchtest, ne? Ja, das war ein Bruchtest. Der ist geil. Der schmeckt sehr gut, muss man sagen. Das ist echt. Also ich weiß, Fantasia ist ja sowieso mal so eine Sache. Der Ace of Spades, der war ja auch ganz lecker, auch eine neuere Sorte damals gewesen und war soweit in Ordnung. War jetzt auch nichts Besonderes. Der toppt das Ganze, ist natürlich eine völlig ganz andere Geschmacksrichtung, aber
sehr, sehr lecker. Hat eben so eine säuerliche, bärige Note und ich finde ihn echt gut. Ja, Fantasia. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns den Dreck lieber zuschicken. Wir haben nichts dagegen, also wir nehmen uns gerne gegen. Wir teilen auch. Wir teilen auch, so ist es nicht. Nein. Und ja, Punktevergabe, von mir gibt es 9,5 von 10. Ja, schieße mich an, würde ich sagen. Ich auch. Ja! Fuck yes! Yeah. Ja, wie gesagt, super Tabak. Vielen Dank nochmal, wie schon am Anfang gesagt, an alle unsere Supporter, Abonnenten und so weiter. Ja, besucht weiterhin gehend unsere Seiten und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ja. Bis dann!